Ja, hallo und herzlich willkommen zur NXT-Ausgabe vom 24.02.2016 wieder erneut aus der CFE Arena in Orlando, Florida. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit dem Micha zusammen. Hi. Hey, guten Tag und guten Mittag. Sonniger Tag heute. Perfekt für NXT, denn die Zukunft von NXT sieht auch sehr, sehr sonnig aus. The future is now. Richtig. Genau, und mit der Zukunft fangen wir direkt auch mal an. Und zwar als Opening-Segment kann man ja sagen, ein Match, was ja NXT sehr gerne macht. Und zwar das Tag-Team-Match zwischen American Alpha gegen Blake und Murphy. War ein richtig gutes Match, fand ich. Also richtig gutes hört sich jetzt so krass an, aber es war gut. Und es hat Zeit gekriegt. Ich glaube, es ging so an die 9 Minuten ungefähr. 11 Minuten. 11 Minuten sogar. Also hat es verdient, die Zeit. Also war auf jeden Fall ein gutes Match. Und es ist einfach krass, wie sehr Chad Gable und Jason Jordan als Team Angle bzw. World Credit Tag Team bzw. Charlie Haas und Shelton Benjamin dargestellt werden. Die Ähnlichkeit ist schon, also die sind schon fast unverwechselbar. Und Blake und Murphy sind halt, ja, momentan so ein bisschen die Edeljobber von NXT, die gute Matches zeigen, aber nicht wirklich vorankommen. Und das Ding ist einfach, der Charakter von Blake und Murphy ist gar nicht so interessant. Also ich, als ja, sie aber am sie Anfang. Sind an sich geil. Ja, die so, sind gute Wrestler. Wenn die rauskommen, okay, der Theme-Song ist scheiße. Epileptischen Anfall kriegt man da, kann man leicht kriegen. Also in Anführungszeichen der Song. Das ist ein einziges Rumge. Das ist der Theme-Song. Und aber so, wenn die rauskommen, das hat was. So die Hosen und alles, die sehen schon richtig gut aus. So als Wrestler. Also die sehen aus wie Wrestler, also wie ein Tag-Team. Und Alexa Bliss dabei und das passt eigentlich. Also ich bin der Meinung, Alexa Bliss ist für mich das Beste an dem Tag-Team. Ja gut, aber das ist auch, es ist halt Alexa Bliss. Das ist richtig. Also ich freue mich schon bald auf ihren. Oh, Entschuldigung, ich habe das Mikro gehauen. Ich freue mich, wenn sie ihren Singles-Run hat, weil Alexa Bliss hat richtig viel Potenzial. Die ist, glaube ich, 23, 24 Jahre alt. So einen Dreh. Kann man vielleicht nochmal nachgucken. Auf jeden Fall relativ jung und aus der wird auf jeden Fall was. 24 ist sie. Ja. Und ja, auf die freue ich mich auf jeden Fall. Und mich freut es, sie immer zu sehen. Und Blake und Murphy, ich weiß nicht. Also ich finde, die sind zwar nicht schlecht, aber ich finde die einfach zu langweilig. Das ist mein Problem. Und das war auch mein Problem, als sie auch Tag Team Champions wurden. Sie haben zwar gute Matches geworkt und der Titelgewinn war auch überraschend, das kann man so sagen. Aber die catchen mich einfach. Also das Interesse ist gar nicht so groß. Andernfalls bei American Alpha, ich finde die einfach nur super. Bisher, oder man kann sagen, aktuell von NXT ja mein Lieblingstag-Team. Absolut, da kann ich zustimmen. Wie gesagt, ich finde Blake und Murphy jetzt nicht langweilig. Ich finde die eigentlich gut, genauso wie Wilder und Dawson. Ich würde mich zum Beispiel mehr freuen, wenn Blake und Murphy ins Main-Roster kommen, als wenn Enzo und Cass kommen würden. Okay. So geht's mir. Also okay, ich sehe es ein bisschen anders. Ich freue mich mehr, wenn Enzo und Cast kommen, weil ich die mehr mag als Blake und Murphy. Und Dash und Dawson würde ich jetzt nicht mit Blake und Murphy vergleichen, weil ich Dash und Dawson besser finde als Blake und Murphy. Gerade mit ihren Charakteren und so. Finde ich super. Gut, wir gehen weiter. Aber man kann noch mal abschließen, Entschuldigung, bevor ich unterbreche. Ja. Noch abschließend kann man sagen, es war ein super Match und ein schöner Start in diese NXT-Ausgabe. Absolut. William Regal backstage. Und er hat jetzt endlich angekündigt, was jeder, der die Tapings schon gelesen hat, weiß. Sami Zayn wird auf Samoa Joe in 2 Wochen in einem Tour de Free Falls Match treffen. Und der Gewinner wird natürlich Number One Contender für NXT TakeOver Dallas auf Finn Baylors Titel. Und des Weiteren werden wir nächste Woche auch das Debüt sehen von, ja, irgendjemanden. Wer wird's wohl sein? Jeff Jarrett. Vielleicht sogar auch CM Punk. Man weiß es nicht. Nee, vielleicht ja Shane McMahon. Man kann ja sagen, ich weiß auch schon, wer es ist, weil, naja, das war. Weiß eigentlich jeder. Das weiß eigentlich fast jeder, aber ich will trotzdem das nicht erwähnen, weil. Wir wollen nicht spoilern, weil es gibt bestimmt Leute, die wollen es nicht wissen. Deshalb lassen wir es erstmal ein bisschen. Das wird ein 2-3-Falls-Match, das weiß ich auch noch nicht. Also das habe ich jetzt erst jetzt erfahren.
Und finde ich eine richtig geile Ansetzung. Ich glaube, das wird auch richtig viel Zeit kriegen. Also ich glaube nicht, dass es 10 Minuten oder so kriegen wird. Ich denke mal so 20, 25 Minuten kann es schon sein. Ja. Was? Okay. Ich will nicht zu viel spoilern. Okay, wir werden es sehen auf jeden Fall. 2 Wochen warten. Ja, 2 Wochen warten auf jeden Fall. Und ich freue mich auf dieses Match. Ich denke mal, nächste Woche wird noch ein kleines Hype-Video kommen oder sowas in der Art. Da denke ich mal, werden wir unsere Tipps mal abgeben, beziehungsweise ich wahrscheinlich eher, weil du es ja schon wahrscheinlich weißt, wer gewonnen hat. Ja. Genau, und von daher, wenn wir mal sehen, auf jeden Fall freue ich mich sehr auf dieses Match. Und das ist wieder ein Grund, warum ich in 2 Wochen zumindest NXT einschalten kann. Und vor Und allen Dingen nächste Woche. genau nächste Woche, dass es das Debüt von Piep geben wird. Und es ist ja nicht nur das Debüt nächste Woche, es gibt ja noch ein richtig großes Match, aber dazu kommen wir dann später. Richtig, auf jeden Fall. Dazu kommen wir ganz am Ende, kann man ja sagen. Und auf jeden Fall, man kann sagen, wir freuen uns beide nächste Woche auf das Debüt. Und dann denke ich mal, werden wir über diesenjenigen auch ein bisschen mehr sprechen als jetzt diese Ja, Woche. auf jeden Fall kann man sagen, die nächsten NXT-Wochen bis Dallas. Ich habe vorhin mal überlegt, es sind noch 4 Stück. Wann ist Dallas? 30. oder so, kann das sein? Ich weiß nicht, 30. oder 1.? Ich guck mal nach. Ja, guck mal nach. NXT. Du kannst Also ja ich weiterreden. meine auf jeden Fall noch 4 Ausgaben und die 4 Wochen werden richtig ja, vollgepackt mit Action sein und mit. Ich will nicht so viel sagen, aber der Kerl nächste Woche wird nicht der einzige Debütant sein. Da wird noch jemand kommen bis 1. Dallas. April 2016. Also 4 Ausgaben noch. Richtig. Ja, und wie gesagt, matchtechnisch Ist ein gibt es. Freitag übrigens, wollte ich nur mal sagen. Oh, das ist ja super. Freitagnacht, ich habe Samstag frei, das ist Oder fantastisch. ist das, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt am einen, ich glaube am 1. findet das statt. Am 1. denke ich. Also denke ich mal in der Nacht. Was geil ist für ihn Wochenende. Für Und mich ist es am so. 3. ist ja gleich WrestleMania, gell? Ja. Das werde ich zwar live gucken, das Blöde ist einfach nur, am nächsten Tag habe ich Schule, aber scheiß drauf, WrestleMania wird geguckt, genauso wie die Raw nach Mania. Die Da werde ich fällt auch mir live. ein, dass ich gerade noch meinen Urlaub einreichen muss da, dass ich da irgendwie, keine Mach Ahnung, das, eine ne? Woche frei mache oder so. Ja, Weil und da da habe wird. ich, weil Takeover, gut, Takeover gucke ich eh live, weil ich am nächsten Tag eh frei habe. Aber WrestleMania und die Raw nach WrestleMania will ich auf jeden Fall live gucken. Die werde ich auf jeden Fall auch live gucken. Also, das sind 3 Sachen, die will ich auf jeden Fall gucken. Und auf die habe ich auch mega Bock. Also, momentan aktuell mehr auf Takeover. Ja. Raw, weil bei Raw nach Mania muss man eigentlich abwarten, was bei WrestleMania passiert. Und bei WrestleMania müssen wir abwarten, was in den nächsten Wochen passiert. Und bei NXT sind wir einfach immer sicher, dass immer was Gutes rauskommt. Und ich denke mal, du weißt die Karte ja schon, ich weiß ja noch nicht. Wird auf jeden Fall geil sein. Und ja, ich Also, freue mich auf jeden Fall. die Karte ist auf jeden Fall geiler als Undertaker gegen Shane McMahon und Roman Reigns gegen Triple H. Okay, Undertaker Shane, darüber haben wir uns auch mehr unterhalten und Triple H und so weiter. Da haben wir uns schon bei der Raw Review unterhalten. Kann man ja sagen, Reden dass. wir lieber über gute Sachen, wobei, gut, Genau. was jetzt kommt, Obwohl ich noch wenn. eine Sache sagen wollte, und zwar, wenn wir, also wir werden keine spezielle Preview zu Takeover Dallas machen, sondern in der NXT-Ausgabe vor Dallas werden wir also die Prognosen machen. Bei WrestleMania wird es anders sein, da werden wir eine Preview, denke ich mal, machen. Ja, die wahrscheinlich auch wieder eine Weile dauern wird. Genau, 2 Stunden und 50 Minuten. Nee, Ja, gut. wie gesagt, das nächste, was jetzt kommt, ist es gut, ist es nicht gut, darüber können wir ja mal kurz reden. Ein Video zu Elias Samson wird mal wieder eingespielt. Was hältst du denn von dem Kerl? Ich habe ehrlich gesagt keinen Eindruck von dem, weil irgendwie, ich dachte irgendwie, als er debütiert ist, der macht einen richtig guten Eindruck, der wird richtig gut sein, aber man hat nicht viel von ihm gesehen, finde ich. Ja. Er hat vor dem Match kam er reingelaufen, langsam reingelaufen, hat sich auf die Ringecke gesetzt, hat sein Match dann gehabt und hat dann Gitarre gespielt. Das war's. Das war's. Und Also das ist ein bisschen wenig. bis jetzt ist er schon, muss ich sagen, relativ stark gefloppt. Also die Hype-Videos, also seine Vignetten, die er da vorher immer gekriegt hat, wo er Gitarre gespielt hat, was das übrigens jetzt auch hier war, die sind ja immer gut. Nur wenn er dann ein Match hat, das ist immer ziemlich langweilig. Das Ding ist, wenn du immer wieder das Gleiche machst, wird es immer langweilig. Aber ich würde mal sagen, da will ich auch mal abwarten, was in den nächsten Wochen mit ihm passieren wird, weil ich denke mal, NXT wird sich schon ein bisschen Gedanken machen, was da passieren wird. Und von daher würde ich mal sagen, gehen wir direkt mal weiter. Ja, Und zu zwar zu. einem Debüt. Genau. Also ich weiß es gar nicht, aber. Ja, ich gehe von aus.
Ja, auf jeden Fall kam Apollo Crews raus, hatte ein Match gegen Christopher Gerard. Ja. A.K.A. Biff Busick. Kein Plan. Ja, ja. Junger Mann, sehr guter Mann, finde ich. Also der ist richtig gut, der Typ. Der, für Leute, die es interessiert, der hat schon einige, der war schon bei PWG und überall und eigentlich überall in der Indie-Szene. Mhm. Und sogar in Deutschland. Und kann man sich einige Matches von ihm angucken bei PWG. Und der ist richtig gut, richtig guter Techniker und richtig stiff, was man in dem Match auch gemerkt hat mit seinen Uppercuts. Und der kann was, der ist auf jeden Fall super. Das habe ich auch gesehen, also das Match war auf jeden Fall sehr schön. Für die Zeit waren ja nicht so lang, ich glaube nur 5 Minuten ungefähr, war das Match lang. Und war schön, war ein gutes Match. Beide haben gezeigt, was sie können. Crews sowieso und der andere, ich sehe gerade Buff. War sein NXT-Debüt. Also genau, wenn man die House-Shows nicht mit einzieht. Ja, 30 Jahre alt, am 21.12.1985 geboren in Boston, Massachusetts. Kann man so erwähnen. Der Freund von John Cena. Auf jeden Fall. War CZW World Champion. Ja. Ja, das. Aber von der guten CZW. Das die CZW, die wesentlich mehr Wert auf Wrestling legt und mehr wie vor 5 Jahren sich nur noch durch Tische schmeißt und durch Stacheldraht und was weiß ich. Ja, das stimmt. Okay, dann würde ich mal sagen, auf jeden Fall Apollo Crews hat das Match gewonnen via Toss Powerbomb. Schöner die Finisher. Übrigens sehr, sehr geil aussieht. Ja, das stimmt. Auch wie das auch gemacht wurde, der ist dann einfach aus dem Apron geholt hat und dann gedreht hat und dann die Powerbomb richtig geil gemacht. Also und, ja. Wesentlich besser als sein alter Finisher, die Apollo Combination, also sein Gorilla Press Slam und dann der Moonsault. Ja, auch wenn das ein geiler Move ist, aber das ist kein glaubwürdiger Finisher, finde ich. Das wäre, ich würde den, also ich glaube, der benutzt den ja weiter, also wie gesagt, naja, klar. Signature oder so. Das wäre auf jeden Fall gut. Ganz gut. So wie welchen Move kann man nehmen? Wie von Triple H halt der Spinebuster, wie von John Cena der Five Knuckle Shuffle, sowas halt. Der People's Elbow von The Rock. Ja, nee. Dann eher der Spinebuster bei The Rock. Mhm. Oder der Spear von Batista. Ja, genau. Gut, da würde ich mal sagen, ja. Wurde dann auch gerade eben kurz vor 2 Wochen drauf eingegangen über das Match zwischen Bayley und Carmella, wo Eva Marie und Nia Jax rausgekommen sind und später noch Asuka dazu kam, safe gemacht hat und gezeigt hat, dass sie den Titel haben möchte. Und danach hatte auch die NXT Women's Championess Bayley und Carmella bei Alex Reyes ein Interview gehabt. Ja, war jetzt nichts Großes, war halt mal wieder für zwischendurch was und Bayley hat gesagt, dass sie froh war, dass Asuka den Safe gemacht hat und sie weiß aber auch ganz genau, dass es Asuka auch auf den Titel abgesehen hat. Und ja, das war eigentlich schon das Wichtigste des Interviews, dass halt Bayley in Asuka eine potenzielle Herausforderin sieht. Was auf jeden Fall stimmt und ich hoffe, das Match kommt bei Dallas. Werden wir natürlich sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das Match kommen wird, weil Bayley, die richtig gut ist, Asuka, die richtig gut ist. Ja, das ist auf jeden Fall, sind es die zwei momentan besten bei NXT. Ja, und die sollten gegeneinander antreten und das passt einfach perfekt, aber die beiden, also das würde auf jeden Fall passen, nicht so wie eine Eva Marie oder Nia Jax, obwohl Nia Jax ein gutes Match hatte mit Bayley, aber da war die Story eher mehr im Hintergrund als jetzt das Match-Technische, kann man ja sagen. Ja. Und bei Asuka braucht man auch natürlich die Story auch, aber das Match-Technische gehört auch noch dazu, also das würde ich sagen, wenn das Match kommen würde, Bayley gegen Asuka, wird es besser als Bayley gegen Nia Jax. Ja, auf jeden Fall. Und genau. Ich hoffe, wir werden eine neue Championess dann sehen, wenn dieses Match kommen sollte. Ja, das kann natürlich sein. Man muss halt. Dann kann man eine super Fehde im Main-Roster aufbauen zwischen allen vier von den Four Horsewomen. Oh ja. Ah. Hui. Das wird schön, das wird schön. Ich freue mich schon, weil wenn Bayley aufsteigt. Aber noch will ich Bayley in NXT sehen, weil Bayley ist super. Und meine Lieblingsdiva aktuell in NXT, kann man sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt weiter. Und zwar gab es eine Videoaufnahme von der Überwachungskamera beim Performance Center, wo Enzo Amore von Dash und Dawson beziehungsweise jetzt den neuen Tag die Namen gekriegt haben. Und zwar The Revival. 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 Ja, Revival, genau.
abgefertigt worden sind. Ja. Big Cass wollte helfen, hat es auch nicht ganz geschafft. Naja. Ja, ganz nett für zwischendurch, Genau. um zwischen den zwei Tag-Teams die Fehde noch ein bisschen weiterzubringen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Dash und Dawson weiterhin gegen Enzo und Cass um die Titel kämpfen werden. Ich denke mal, vielleicht noch zwischendurch bei NXT vielleicht, aber ich denke, bei Dallas wird es was anderes geben. Denke ich, aber ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir direkt nochmal weiter. Und zwar gab es das Match Tommaso Ciampa gegen Bullfit. Bullshit. Oder das Dempsey. Ja, hätte Tommaso Ciampa einen guten Gegner gehabt, wäre es ein gutes Match geworden. So war es okay. Bull Dempsey ist ja inzwischen gekündigt von der WWE, also zu dem Zeitpunkt war er ja noch aktiv, logischerweise. Ja, alles Gute auf jeden Fall für die Zukunft. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht. Hat er seitdem schon irgendwo ein Match wieder bestritten? Ich weiß gar nicht. Bullfit! Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Match war okay. Ja, war ganz nett, kann man sagen. Es war jetzt nichts Nee. Besonderes, war auch nichts Geiles. War okay für zwischendurch, kann man sagen. Ging auch nicht lange, 4 Minuten. Das tut keinem weh, denke ich mal. Und ja. Tommaso Ciampa konnte via Bridging Armbar Submission gewinnen. Übrigens ein geiler Move. Ja, finde ich auch. Nur der kam halt wieder so ein bisschen out of nowhere. Ohne irgendwelche Armbearbeitung vorher. Aber ist egal, es war Bull Dempsey. Richtig. Von daher passt es. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Und zwar wurde auch weiterhin hier ein bisschen für das Two out of Three Falls Match aufgebaut. Und zwar, ja, wurde Samoa Joe kurz interviewt. Mehr oder Genau. weniger. Der war gerade backstage, ist dann ein bisschen rumgelaufen und der Interviewer kam zu ihm und hat gesagt, hey, was hältst du von der Ankündigung? Und Joe hat sich halt ein bisschen selber gehypt, hat gesagt, seitdem ich hier bin, ist NXT eigentlich so over und so beliebt. Und er hat dafür gesorgt, dass NXT so ins Rampenlicht gerückt wird. Und ja, und trotzdem wird er aber Sami Zayn dann besiegen und Finn Balor den Titel abnehmen. Richtig, und danach hat sich noch Sami Zayn dazu geäußert, Genau. dass er ja solche Matcharten kennt, weil er damals, glaube ich, ein Match gehabt hat mit Cesaro. Das wäre auch ein Two out of Three Falls Das Match. war geil. Hat er gewonnen oder verloren? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat verloren. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall war auch ein starkes Match zwischen den beiden. Und ich denke mal, das Match wird auch richtig stark sein. Und er will auf jeden Fall den NXT-Titel und der erste sein, der zweifache NXT-Champion sein möchte. Und niemand wird ihn davon abhalten. Das wird man natürlich sehen, was in 2 Wochen passiert. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Am 9. März 2016. Absolut. Ja, da würde ich mal sagen. Wäre es nicht der Main Event, würden wir es wahrscheinlich skippen. Richtig, und zwar gab es das Women's Tag Team Match zwischen Eva Marie, Nia Jax gegen Bayley und Carmella. Eva Marie. Ach, nee. Das Finish habe ich nicht kapiert. Das Match an sich, ja, es waren halt Eva Marie und Nia Jax beteiligt. Naja. Aber was ich gut fand am Finish war erstmal, Carmella wurde gepinnt. Das war's. Dass sich Bayley gepinnt wurde. Ja. Und was noch, was ich komisch fand, Nia Jax hat ja Carmella mit, keine Ahnung, 3 Leg Drops oder so, glaube ich, abgefertigt. Und Eva Marie kam dann, hat sich halt eingeteckt und hat den Pin quasi abgestaubt. Und das hat man ja null aufgegriffen. Die beiden haben dann zusammen gefeiert und was weiß ich. Ich dachte, naja, Jax haut jetzt Eva Marie um, weil sie den Pin geklaut hat oder so. Aber nö. Vollkommen random Es irgendwie. war scheiße, so. Ja, das war scheiße. Sorry, aber ich verstehe immer noch nicht, ey. Warum Eva Marie? Warum wird die immer noch dahingesteckt? Die ist so scheiße. Meine Güte, ey. Also ich finde die Das ist so ihr schlecht. Gimmick, dass sie scheiße ist und schon allen ausgebuht wird. Ja, und das ist ja nicht dieses Heel-Heat, sondern die hat das X-Pack-Heat. Weil die keiner mag. Weil die nix kann. Egal. Match Genau. war da halt. Ja, auf jeden Fall, ich fand's scheiße. Auch als ich Eva Marie's Entrance gesehen habe, ich dachte, ach, ey, komm, geh weg. Aber auf jeden Fall, ja, Bayley und Carmella konnten da nichts machen.
konnten nichts Gutes rausholen. Tut mir leid für die beiden. Auf jeden Fall wurde Bayley nicht gepinnt und ich hoffe nicht, dass irgendwie Bayley gegen Eva Marie gibt. Ich hoffe es nicht, dass es irgendwie ein Titelmatch zwischen den beiden gibt. Weil Eva Marie ist einfach nicht bereit dafür. Vielleicht in 5 Jahren vielleicht mal, aber jetzt nicht. Ja, wie gesagt, Main Event war scheiße für mich, aber zum Glück war es nicht das Ende von dieser Ausgabe, kann man sagen. Denn der klare Main Event kam jetzt. Finn Balor war wieder zu Gast. Backstage bei William Regal. Und sie haben so ein bisschen drüber geredet, dass Finn Balor bald den Rekord haben wird von vom Titel halt, also vom hey, vom World Title. Und dass der momentane Rekordhalter immer noch Neville ist. Wie viele Tage sind es eigentlich? Er hat 287 Tage, Neville. Neville. Was hat Finn Balor? 236 Tage. Das Neville heißt, den Rekord, wenn er bei Dallas gewinnt, kriegt er den Rekord. Wenn er verliert, nicht. Interessant. Auf jeden Fall sind es knapp 51 Tage, die er braucht, um den Rekord zu brechen. Man kann sagen, dass Finn Balor, was auf jeden Fall hundertprozentig sicher ist, weil ich jetzt gerade die ganzen NXT-Champions im Überblick habe, man muss sagen, es waren nicht besonders viele, ist ja nur es gab ja nur 7 NXT-Champions und der Finn Balor ist der drittlängste NXT-Champion aller Zeiten. Wer kam da noch? Davor ist es Bo Dallas mit 280 Tagen und dann halt Neville. Und der dann halt. Der war echt mal NXT-Champion. Das ist der Hammer, wenn man so heute zurückguckt, wer alles da ist hier irgendwie. Ich kann mal aufzählen. Ich kann mal aufzählen, wer es war. Als erster war natürlich Seth Rollins. Der hielt den Titel 133 Tage. Dann kam Big E Langston mit 168 Tagen. Dann kam halt Bo Dallas mit 280 Tagen. Dann kam Neville mit 287 Tagen. Dann kam Sami Zayn mit 62 Tagen, also genau 2 Monate, kann man fast sagen. Und dann kam halt KO mit 143 Tagen. Und dann halt aktuell Prince David, a.k.a. Fergal David, a.k.a. Finn Balor mit 236 Tagen. WTF ist er Fergal. Genau. Ja, und er kündigt halt an, wie gesagt, du trittst gegen den momentanen Rekordhalter an, gegen Neville, nächste Woche. Und ja, nächste Woche sehen wir also ein Debüt. Und wir sehen im Main Event wahrscheinlich, also ich denke mal, es wird der Main Event sein, Finn Balor gegen Neville. Was auf jeden Fall eine geile Ansetzung ist. Ja, quasi das Rematch von NXT TakeOver Rival, kann man ja sagen, weil da gab es das Match zuletzt. Und war auch also richtig stark. Wenn die Zeit kriegen, ist es auf jeden Fall ein richtig gutes Match. Ich denke mal, so eine Viertelstunde wäre drin, würde ich mal sagen. Ja, bei Rival, das ging ja auch nicht länger. Nö. Und von daher, beide sind ja auch technisch stark. Neville, da braucht man nicht so viel zu sagen. Es war vom Gesamtpaket her nicht so gut, aber in In-Ring-Wrestling, da ist er einfach Weltklasse. Und Finn Balor, der ist NXT-Champion. Und NXT-Champion wird man auch nur, wenn man richtig gut ist. Und ja, das ist Finn Balor. Und da passt es. Obwohl man sagen muss, wenn man überlegt, Bo Dallas damals und jetzt, wo er jetzt ist, ist schon krass. Oder auch Big E Langston, wo er damals war und wo er jetzt ist. Ja, aber. Ja, gut, aber man muss aufs Positive sehen: Seth Rollins. Das stimmt. Seth Rollins ist ja der erste NXT-Champion, der WWE World Heavyweight Champion wurde. Ich hoffe mal, Kevin Owens ist der nächste. Kevin Owens ist der zweite NXT-Champion, der Intercontinental-Champion wurde, weil der erste war Big E. Und Neville ist der erste, der gar nichts gewonnen hat. Nee, Bo Dallas ist der erste, der gar nichts gewonnen hat. Genau, und ja, Sami Zayn ist ja natürlich noch bei NXT. Und man sagen muss, dass von den ganzen Champions nur Sami Zayn und Finn Balor da sind. Sonst sind alle oben. Ja. Ich glaube auch nicht, dass dass Finn Balor den Titel verlieren wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei Dallas? Ja, weil ich glaube, der Nächste, der hochkommt, sind halt entweder Sami Zayn oder Joe oder beide. Und was bringt Joe der Titel, wenn er dann eh hochkommt? Wenn er den dann denke mal, das wird sehr, sehr richtungsweisend sein. Wenn Finn Balor verliert, kommt er ins Main Roster. Wenn Samoa Joe verliert, kommt er ins Main Roster, würde ich sagen. Und Sami Zayn kommt auf jeden Fall in den Main Roster. Da bin ich 100% sicher. Glaube ich auch. Oder wenn
Sami Zayn gewinnt, dann bleibt er sowieso, oder wenn Sami Zayn verliert, je nachdem, wer halt in dieses Match reinkommt, kann ja sein, dass es ein Triple Threat, kann sein, dass es ein Singles-Match wird. Weißt du, gegen wen Sami Zayn antritt? Nein. Gut, ich sage auf jeden Fall mal so viel, er wird verlieren. Okay, dann. Er wird das Match nicht gewinnen. Mhm, okay. Wenn wir sehen, natürlich. Also, Sami Zayn wird 100% in den Main Roster kommen und ja, hoffentlich ein Programm mit Kevin Owens starten. Das würde auf jeden Fall am meisten Sinn machen. Also, weil, wenn ich hoffe, dass man Kevin Owens gegen Styles macht. Ich will nicht Styles im Tag Team Bereich sehen. Dafür ist es einfach zu große Verschwendung mit Styles. WrestleMania, AJ Styles und Chris Jericho gegen Social Outcast. Gegen New Day. Oh mein Gott. Nee, das machen die nicht. Also das glaube ich nicht. Also dafür hat man Styles nicht geholt. Ja, der wird bei WrestleMania IC Champion und dann wird Kevin Owens zu Extreme Rules sind, was mit Sami Zayn machen. Vielleicht kriegen sie sogar ein Match mit Stipulation. Mal sehen. Wir können hier noch ein Thema ansprechen, weil es der NXT ein bisschen betrifft, was ja diese Woche ja ein bisschen durch die Medien ging. Wir wussten natürlich schon länger, dass es gibt, aber jetzt kann man es ja ein bisschen ankündigen, weil, naja, der Zeitpunkt war ja natürlich super, als es angekündigt wurde. Und zwar 20 Minuten nach Fastlane. Und natürlich. Zwar das Debüt von Shinsuke Nakamura, kann man ja sagen. Ich bin ausgemarkt, ey. Also stand vorher schon fest, dass er da ist, aber das war jetzt offiziell so quasi das Vorstellungsvideo von ihm. Und da ja, bin ich schon leicht gemarkt, war noch ein bisschen angepisst vorher vom Finish von Fastlane und 10 Minuten später lädt die WWE das Video auf Facebook hoch und richtig geil und der Kerl, ab übrigens alles Gute zum Geburtstag noch an Shinsuke Nakamura, wenn er das ja hier sieht. Ja. Hat er gestern Geburtstag gehabt. Ja, er kann zwar gut Englisch sprechen, obwohl natürlich, okay, das Englisch ist jetzt nicht das Beste, aber ich finde es gar nicht so schlecht von ihm, weil jetzt habe ich ihn zum ersten Mal Englisch sprechen hören, muss ich sagen. Und ja, war gar nicht so schlecht, finde ich. Und wird natürlich weiterhin da verbessern, wird da, denke ich mal, den Stil ein bisschen anpassen und so weiter. Und ich freue mich natürlich auch, dass Nakamura da ist. Nur halt, der Zeitpunkt war beschissen, weil das hat die WWE auch extra gemacht. Kann man so viel sagen. Habe ich ja mehrmals angesprochen. Wenn irgendein Scheiß kommt, kommt danach irgendwas Geiles von der WWE. Richtig. Und genau das haben sie auch gemacht mit Shinsuke Nakamura. Er bleibt Shinsuke Nakamura, so wie ich es auch gesagt habe. Er wird keinen neuen Namen kriegen. Er bleibt mit seinem richtigen Namen, soweit ich das weiß. Weil ich glaube, der heißt auch so einen richtigen Namen. Shinsuke Nakamura, eine Seltenheit wirklich, dass man mit dem richtigen Namen quasi antritt, genau. Der letzte war ja John Cena. Kann man ja so ziemlich sagen. Na, Brock Lesnar. Ja, nee, warte mal. Wer ist früher debütiert? Brock Lesnar oder John Cena? Ich glaube, John Cena später debütiert. Ja, Brock Lesnar hat ja schon 2002 schon im Main Event gestanden gegen Undertaker. Ja, aber John Cena war ja auch 2002. John Cena kam ja erst 2000 und... Warte mal, ich guck mal nach. John Cena... Brock Lesnar war schon 2000 oder 2001 da. John Cenas Debüt war am 27. Juni 2002. Ja, Brock Lesnar war, glaube ich, ein Jahr früher da. Ja, das ist locker früher. Deswegen sage ich ja, John Cena ist der Letzte. Gut, wenn man. Ja, das stimmt, ja. Und der erste wird wahrscheinlich Kurt Angle gewesen sein. Das also kann man. Mit der erste von den Bekannten. Ja, man kann sagen, es ist eine Seltenheit, dass man wirklich mit seinem richtigen Namen antritt. Ja, okay, Sami Zayn kann man noch vielleicht also sagen, weil Sami Zayn hat kurzzeitig bei NXT mit seinem richtigen Namen angetreten. Aber das war jetzt nichts Richtiges, kann man sagen, weil das wusste fast keiner, dass er mit seinem richtigen Namen teilweise angetreten ist. Aber auf jeden Fall finde ich. 2000, Moment, ich glaube 2013 ungefähr. 2013, 2012 war das ungefähr. Da hat er mit seinem richtigen Namen, also mit Rami Sebai. Ja, genau. Auf jeden Fall geil. Ja? Rami Sebai. Genau, auf jeden Fall. Ich denke, Shinsuke Nakamura wird bei NXT natürlich erstmal sein. Aber ich denke auch nicht lange, weil soweit ich das gehört habe, hat er. Ziemlich viel Geld kriegt er, also soweit ich es lese, so viel ähnlich wie ein Main-Roster. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der so viel für sie verdient. Und das hat er natürlich verdient, weil wenn man Shinsuke Nakamura kennt und weiß, wie er wrestelt, natürlich kenne ich nicht so gut wie jetzt du zum Beispiel, aber ich habe schon einiges von ihm gesehen und die waren, also zum Beispiel Ibushi gegen Nakamura gegen... Das Match war so göttlich. Nakamura gegen Styles... Ich hätte gern,
Oh, ich hätte so gerne Nakamura gegen Bryan gesehen. Ah, Ja. das wäre echt so geil gewesen für WrestleMania 32. Und das wollte ja auch Shinsuke selber. Aber leider wird das nicht mehr kriegen. Ich hoffe, wir sehen dann bald Nakamura gegen Baylor oder so. Und ich denke mal, wenn jetzt auch Nakamura da ist, werden wir dann bestimmt bald wieder so ein Network-Special sehen wie Beast in the East halt in Japan. Und dann geht Nakamura raus. Wäre geil, wenn er sein Theme von New Japan kriegen wird, aber soweit ich das Stimmt, darauf lese. muss man noch warten. Ja, die Frage ist, was für ein Theme wird er Ich kriegen? hoffe mal, Aber er hat ihn. ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass er ein Theme kriegt, Das den er damals hat. wäre so geil, wenn er das Theme hätte. Ich würde so ausmarken. Das Theme ist so göttlich. Ja. Ja, und so weiter. Richtig geiler Theme auf jeden Fall. Und auf jeden Fall freue ich mich, Ich was freue man mich mit. schon auf Hideo Itami gegen Shinsuke Nakamura. Oh ja, ist ein Dream Match für mich. Ich weiß, gab es Ja. das Match schon mal? Ja. Okay, dann. Ja, okay, Kenta gab es natürlich, ja. Hideo Itami Ja ja gut, nicht. Hideo Itami gegen Shinsuke Nakamura gab es noch nicht. Nee. Aber darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf die ganzen Matches, die man mit Nakamura machen kann. Nakamura gegen Styles, nochmal bei der WWE. Nakamura gegen Owens, noch einmal. Man hat es ja damals bei Ring of Honor gesehen. Nakamura gegen Zayn. Nakamura gegen Neville. Nakamura gegen Rollins. Nakamura gegen. Nee, Reigns Gegen nicht. alle einfach. Nakamura gegen Lesnar. Das wäre geil, ja. Nakamura gegen Dolph Ziggler oder so wäre bestimmt auch geil. Boah, das übelste Selling von Boomer. Der wird wahrscheinlich dreimal überschlagen. Ja, und dann noch sitzend. Auf jeden Fall, ja. Schreibt natürlich auch immer in die Kommentare, was denkt ihr über die Verpflichtung von Shinsuke Nakamura? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn schlecht? Kennt ihr ihn vielleicht nicht? Keine Ahnung, gibt es ja Leute, die kennen ihn nicht. Auf jeden Fall, ja, super, dass er da ist, dass er bald kommt. Er ist ja noch nicht da, aber bald kommt er. Und soweit ich das höre, hat er irgendwie eine Ankündigung für Dallas, was da sein wird, das wird man auch sehen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf Nakamura. Ich kann so viel sagen, er ist es nicht nächste Woche. Das kann man auch so viel sagen. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Genau, und ja, da würde ich mal sagen, ich würde mal sagen, beschließen wir es. Machen wir noch ein kleines Fazit zu der NXT-Ausgabe und dann würde ich mal sagen, beschließen wir es. Ja, war eine gute Ausgabe. Ich sehe gerade, die hatten noch kein Match gegeneinander, Kenta und Shinsuke Nakamura. Echt? Ja, Ich wenn ich glaube, das hier richtig sehe. soweit ich das Hey, sehe, Tag war. Team. Ja, gut, Tag Team. Okay, scheiß auf Tag Team Match. Aber Singles Match noch nicht. Das Shinsuke. ist sehr interessant. Das heißt, dann würde es das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden geben. Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass die schon mal was miteinander zu tun hatten. Das überrascht selbst mich jetzt. Ja, gut, Ja. hier mal ein Tag Team Match, ja. Aber die waren jetzt auch nicht in Ist der ja gleichen. krass. Ja, die waren ja auch nicht immer in der gleichen Promotion, kann man ja sagen, ne? Ja, das stimmt, aber damals. 2013 oder so gab es öfters mal solche Matches Cross-Promotion-mäßig. Macht ja auch Ring of Honor und New Japan jetzt mittlerweile sehr Ja, oft. die hatten ja vor kurzem auch erst wieder eine Show. Morgen gibt es noch eine Show von Ring of Honor, die größte, ja gut, mit die größte des Jahres. Wo es Jeden Fall. übrigens auch eine Review geben wird, so. Hype, Hype, Hype. Hashtag Hype. Ich sag nur, ich bin nicht dabei. Ja. Also Jonas und du Ich. wirst es wahrscheinlich machen. Ja. Oder sonst noch aus dem Team, man weiß ja nicht, Perkix, nein, Spaß. Der macht Live-Reaction. Nee, also das ist ja, na gut, zu den Live-Reactions, da will ich jetzt nicht sagen, habe ich mich auch schon genug gesagt. Da haben wir beide schon darüber schon unsere Meinung gesagt, ne? Ja, zum Fazit. Gute NXT-Ausgaben meiner Meinung nach. Sehr, sehr viele, also was heißt sehr, sehr viele? Also ein paar Indie-Leute da, sehr, sehr geil. Also so ein Ciampa, den man nicht jede Woche sieht, so ein Biff Busick, der jetzt debütiert ist. Und es wird in Richtung Dallas auch weiter so gehen. Also es wird wieder ein Johnny Gargano am Start sein und sowas halt und ja. Baylor. Ja, gut, ja. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche, auf die übernächste Woche und einfach auf die Road to Dallas. Kann ich dir nur zustimmen, war auch eine schöne NXT-Ausgabe, gab super Matches, der Main Event hat mich ein bisschen runtergehauen, aber naja, die Ankündigung mit Baylor gegen Neville hat es mir ein bisschen mich gefreut und hat mich gesagt, ach komm, schön, das Match gibt's jetzt. Eva Marie kam mir ja sonst wo, kann man sagen. Und ja, ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Auf jeden Fall, Nakamura kommt bald.
die Matches nächste Woche. Nächste Woche halt Neville gegen Baylor. In 2 Wochen halt. 2 out of 3 falls. Ja. Sami Zayn gegen Samoa Joe. Der Number One Contender. Und das wird auf jeden Fall richtig. Aber was mit der Divas Division, bitte. Doch, Divas Division, sagst du, habe ich da. Women's Division weitergeht, das wird man auch alles sehen. Aber auf jeden Fall freue ich mich drauf. Die Road to Dallas wird richtig geil, denke ich mal. Und ich würde mal sagen, wir beschließen es. Dallas wird geil. Richtig, auf jeden Fall. Und damit mal mehr NXT, Dallas. Bei WrestleMania müssen wir abwarten. Ja, gut, mal sehen. Genau. Aber das werden wir alles besprechen und da würde ich sagen, beschließen wir es. Schreibt natürlich auch mal in die Kommentare, was denkt ihr über die NXT-Ausgabe? Was denkt ihr zum Debüt von dem King of Strong Style, Shinsuke Nakamura? Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein und ciao. Ciao.